Guten Abend, meine lieben Abonnenten, Zuschauer und alle anderen, die sich zufällig hierher verirrt haben. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Infovideo, denn der November steht vor der Tür und das heißt, es ist wieder Nano-Remo-Zeit. Wer wissen will, was der Nano-Remo ist, möge sich mein Infovideo vom letzten Jahr angucken. Da kommt nämlich ungefähr dasselbe drin vor, wie das, was ich euch jetzt sagen könnte. Und ich habe keine Lust, es nochmal zu sagen. Bin ja faul. Ja, das heißt, im November wird kurz und knapp geschrieben und ich habe keine, kaum Zeit aufzunehmen. Das heißt aber nicht, dass es keine Videos geben wird. Das heißt auch nicht, dass ich nicht auf Kommentare antworten werde. Das heißt nur, dass alles ein bisschen langsamer vonstatten läuft und einfach weniger. Also, was heißt das genau für euch? Ich habe jetzt Dark Forest beendet. Kingdom Hearts ist, muss ich noch ein paar Parts aufnehmen, aber bis November ist ja noch ein bisschen hin. Ravenhearst 1 ist auch beendet. Das heißt, ich lade einfach die Videos noch hoch, die ich alle habe. Neue Projekte gibt es dann erst ab Dezember, weil ich erst dann wieder Zeit habe aufzunehmen. Aber ihr sollt ja nicht auf dem Trockenen landen. Das heißt, Deponia 2 geht auf dem Gamers.de Channel ganz normal weiter. Die werde ich auch zwischendurch aufnehmen, weil das ja quasi beruflich ist. Außerdem habe ich ein extra Projekt nur für die Durststrecke im November aufgenommen. Sind zwar nur 13 Parts, aber ich denke, mit dem Rest von Kingdom Hearts und Deponia 2 kriegt ihr mindestens ein Video pro Tag, wenn nicht sogar zwei. Und dieses Sonderprojekt ist Barrow Hill, der Fluch der Kelten. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, ein sehr schlichtes im Stile von Darkfall, aber meiner Meinung nach ein Tick unheimlicher als Darkfall. Allerdings auch ein Tick verwirrender. Also ich habe mich noch mehr verirrt und so, aber ja, hat Spaß gemacht. Ich nehme seit April schon daran auf, immer mal wieder, wenn ich Zeit habe. Und das bekommt ihr also auch zu sehen. Natürlich werde ich auch weiterhin auf Kommentare antworten, auf eure Mails und was auch immer ihr mit zu sagen habt. Nur eben nicht mehr so schnell, nicht mehr so häufig und naja. Denn ich muss halt schreiben. Ich muss natürlich nicht, ich mache es freiwillig, aber ich freue mich wie immer sehr darauf. Und ja, für alle, die vielleicht wissen möchten, was ich schreibe, was ich die letzten Jahre geschrieben habe und was ich sonst noch so mache, was das Schreiben anbetrifft. Denn wer mich kennt, weiß vielleicht, dass ich plane, irgendwann mal einen Roman zu veröffentlichen oder auch mehrere. Der möge meine offizielle Seite angucken. Jetzt nicht nyasu.de, sondern meine seriöse Autorenpage unter angelikakroll.de. Ja, so heiße ich übrigens wirklich, für alle, die es noch nicht wissen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt auch hier irgendwo eingeblendet. Ja, jetzt habe ich hier ganz viel holprig vor mich hingesprochen, wie immer am Stück, wie immer ohne Notizen und wie immer werde ich nichts rausschneiden, ihr kennt das ja. Also, zusammengefasst, keine neuen Projekte, die gibt es ab Dezember, laufende Projekte werden noch beendet, dazu kommt dann Barrow Hill und Deponia 2 läuft auch weiter. Ihr werdet also weiterhin eine ganze Menge von mir zu sehen kriegen. Guckt auch zwischendurch bei Facebook vorbei. Da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, wie es so steht. Ihr könnt mir auch bei Twitter folgen. Die Links dazu findet ihr alle auf der genannten Page. Und ja, ich würde mich auch über Kommentare, Gästebucheinträge, was auch immer freuen. Über Anfeuerungsrufe, denn ihr wisst, wie das ist. Am Anfang ist man noch sehr motiviert, aber 185 Seiten zu schreiben, das zieht sich. Gerade wenn man, wie ich ja, voll berufstätig ist und hier einen Haushalt zu schmeißen hat und jetzt auch noch einen grandiosen, tollen neuen Mann an seiner Seite hat, der einen auch so ein bisschen von allem abhält. Übrigens auch vom Aufnehmen, ne? Also bedankt euch da bei ihm. Aber ich lasse mich ja gerne ablenken und ja, meine Lieben, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ihr wisst Bescheid, bei Fragen einfach hier kommentieren und ich hoffe, ihr bleibt mir auch im November treu. Guckt euch Barrow Hill an, verdammt. Und alles andere, was noch läuft. Und wir sehen uns dann mit neuen Projekten. Und zwar Ankh kommt im Dezember, Heavy Rain kommt im Dezember und als Wimmelbild-Projekt der dritte Teil von Dark Parables, whatever. Der Schmerz der Schneekönigin. Es kommt also eine ganze Menge auf euch zu. Es wird auch wieder einen Adventskalender geben. Und da denke ich mal, ist so eine kleine Durststrecke im November erträglich, oder? Also, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Treubleiben und wir sehen uns.